Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um Scheitel und Nebenwinkel. Was hat das Ganze mit diesem Andreaskreuz zu tun? Kennt das Andreaskreuz? Das steht immer vor Bahnübergängen und das ist eigentlich eine ganz makabre Geschichte dahinter. An so einem Kreuz ist damals der heilige Andreas gekreuzigt worden, also da ist er zu Tode gekommen, weil er nämlich Christ war und die Christen damals verfolgt worden sind. Makaber, das steht vor Bahngleisen. Was hat dieses Andreaskreuz jetzt mit der Mathematik zu tun? Das sehen wir hier. Im Endeffekt ist ja nichts anderes dahinter als sich kreuzende Geraden oder sich schneidende Geraden, ja? Wir werden uns also heute diese zwei sich schneidenden Geraden anschauen. Genauer gesagt die Winkel dazwischen. Insgesamt vier Winkel entstehen. Ich habe die hier mal eingezeichnet. Alpha, Beta, Gamma und Delta. Ich habe auch gleich mal den Drehsinn noch mit dazu gemacht. Denkt dran, gegen den Uhrzeigersinn müssen wir die Winkel beschriften. Dann tun wir es nämlich leichter beim Messen. Apropos Messen, den Winkel Beta messe ich ja, das wissen wir, wenn ich die Nulllinie, also die Kante von dem Geodreieck, auf den zu drehenden Schenkel drauflege, also das Geodreieck so, dass auch der Nullpunkt genau am Scheitelpunkt ist und die Kante oder der Schenkel, der gedreht wird, auf der Kante des Geodreiecks. Und dann kann ich es ablesen. In dem Fall sind es bei mir 117 Grad. Eure Aufgabe war es, dass man diese Winkel nun misst und die miteinander in Verbindung stellt. Diese Ergebnisse kamen raus. 63 Grad für den Winkel Alpha, 117 Grad habe ich gerade schon gezeigt für den Winkel Beta. Gamma waren auch 63 Grad und Delta waren 117 Grad. Was können wir daraus schließen? Wir können daraus schließen, dass gegenüberliegende Winkel an zwei sich schneidenden Geraden immer gleich groß sind. Tatsächlich ist es immer so. In eurem Heft sollten vielleicht andere Winkelmaße stehen, aber tatsächlich sollten exakt die gleichen Größen dran schauen. Messt mal nochmal nach. Das bei mir sind es 63, bei euch kann es was anderes sein, aber der Winkel drunter, der Winkel Gamma, muss genauso groß sein. Das gleiche gilt für die beiden Winkel. Egal was rauskommt, beides zusammen muss gleich groß sein. Und dann haben wir noch gemessen, Alpha plus Beta zusammen sind 63 plus 117 gibt 180. Beta und Gamma zusammen sind 117 plus 63 gibt auch 180. Gamma plus Delta gibt auch 180. Woran liegt denn das? Beide Winkel zusammen liegen auf einem, ja, wisst ihr es, gestreckten Winkel. Das heißt, die sind zusammen 180 Grad. Und diese beiden Winkel haben einen besonderen Namen. Scheitelwinkel sind die gegenüberliegenden bei sich kreuzenden oder schneidenden Geraden. Und die sind immer gleich groß. Und Nebenwinkel ergänzen sich zu 180 Grad. Also zum Beispiel auch Alpha und Delta, was wir hier nicht mehr dazu geschrieben haben. Was haben wir also heute gelernt? Besondere Eigenschaften gelten bei sich schneidenden Geraden. Gegenüberliegende Winkel sind gleich groß und Nebenwinkel, also Winkel, die auf einem gestreckten Winkel liegen, die müssen sich natürlich, weil es ein gestreckter Winkel 180 Grad ergibt, zu 180 Grad ergänzen. Das gilt natürlich auch, wenn drei Geraden sich in einem Punkt schneiden, dann liegen auch wieder Winkel gegenüber. Das war's, bis zur nächsten Stunde. Ihr solltet das in euer Heft übernehmen und aufpassen, dass die Winkelmaße zu euren zwei sich schneidenden Geraden passen. Nicht einfach nur meines abschreiben. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.